Christian Eriksen brach während der europaweiten EM vor einem halben Jahr zusammen. Beşiktaş Linksverteidiger Fabrice Nsakala kollabierte auf dem Feld und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Bordeaux-Stürmer Samuel Kalou bricht ebenfalls plötzlich auf dem Spielfeld zusammen. Bayern-Angreifer Kingsley Coman wurde noch vor kurzem am Herzen operiert. Sheriff Tiraspols Flügelspieler Adama Traoré fasste sich im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid an die Brust und kollabierte ebenfalls. Oder auch Sergio Aguero, der nun sogar seine Karriere beendete, nachdem er auf dem Platz zusammensackte. Eine ziemlich lange Liste von Zusammenbrüchen, welche in einem ziemlich kurzen Zeitraum sich im Fußball ereigneten. Einige Fußballfans aus aller Welt fragen sich, ob diese Zusammenbrüche etwas mit den neuen Impfungen gegen Covid zu tun haben. Aber kann das wirklich sein? Haben die Impfungen etwas mit diesen Vorfällen zu tun? Wir versuchen im folgenden Video für diese Frage eine Antwort zu finden. Auf den sozialen Medien kursieren einige Beiträge, die belegen sollen, dass die Herzstillstände im Fußball sich in letzter Zeit deutlich vermehrt haben. Eine Behauptung, die sich auch auf unserem Kanal bemerkbar macht. Die zwei Videos, bei welchen wir über Christian Eriksens Zusammenbruch bei der EM vergangenen Jahres und über Marc-Vivien Foyers Fall aus 2003 berichteten, werden durchgängig aufgerufen und das, obwohl es schon ältere Videos sind. Auffällig sind auch die Kommentare, die den Impfungen eine Schuld zuschreiben. Aber vielleicht habt auch ihr euch schon die Frage gestellt, wieso in letzter Zeit solche Fälle gefühlt vermehrt auftreten. Doch mal zum Anfang. Wir haben gerade von Listen berichtet, welche wohl belegen sollen, dass die Zusammenbrüche im Fußball sich deutlich vermehrt haben und möglicherweise ein Zusammenhang mit den neuen Impfungen bestehen könnte. Da gibt es beispielsweise die Liste, die vom Landtagsabgeordneten der AfD, Daniel Wald, Anfang November auf Facebook veröffentlicht wurde. In diesem Post zitiert Wald erst einmal aus einem Beitrag des Ibiza-Kurier. Ein Beitrag, bei welchem impfkritische Stimmen eine Bühne bekommen. Da heißt es beispielsweise: Die gestörte und zerstörte Immunabwehr der Geimpften ist schockierend. Untersuchungen des Blutes von vielen Geimpften zeigen ein schwer geschädigtes Blutbild. Es werden Bestatter zitiert, die behaupten, fast alle Menschen, die sterben, sind geimpft. Oder die Sterblichkeitsrate schnellte erst mit Beginn der Impfkampagne in die Höhe. Es begann in dem Moment, als sie anfingen, Nadeln in die Arme zu stechen. Es war furchtbar. Nach der angegebenen Quelle folgt dann die Liste mit 29 Fußballern, welche Herzprobleme hatten. Einige Profis, wie zum Beispiel Kingsley Coman, Samuel Kalou und Fabrice Nsakala, werden ebenfalls auf dieser Liste aufgeführt. Des Weiteren aber auch sehr viele Amateurfußballer. Unten drunter ein Bild mit der Aufschrift: Kommt nun die Welle der plötzlich und unerwartet Verstorbenen? Und nebendran ein Bild von zwei Impfspritzen, die ein Kreuz darstellen sollen. Ähnliche Listen werden auch auf Telegram und Twitter geteilt. Hier wird beispielsweise in Frage gestellt, dass es nur Einzelfälle sind. Wir sind auf diese Beiträge während unserer Recherche gekommen, als wir zum einen auf den Faktencheck des AFP und den Faktencheck von Korrektiv gestoßen sind. AFP ist die Abkürzung für Agence France-Presse und ist die älteste internationale Nachrichtenagentur der Welt. Und dann noch Korrektiv. Ein stiftungsfinanziertes Journalismusprojekt mit Sitz in Essen und Berlin. Ihr Ziel ist es, unabhängigen Journalismus zu betreiben. Die Frage ist natürlich nun: Sind diese Listen wirklich Belege dafür, dass die Impfungen zu mehr Herzstillständen im Fußball führen? Naja, das erste Problem an der Behauptung ist direkt: Es gibt keinen Beleg, dass die aufgeführten Personen alle geimpft waren. Beispielsweise Christian Eriksen, der zwar nicht auf der Liste von Daniel Wald vorkommt, aber trotzdem ein oft aufgeführter Fall ist. Sein Manager ist Giuseppe Marotta und dieser bestätigte, dass Eriksen nie Covid hatte und auch nicht geimpft wurde. Der Zusammenbruch von Beşiktaş-Verteidiger Fabrice Nsakala wird auf ein Vertigo, also auf eine Gleichgewichtsstörung, zurückgeführt. Bei Sergio Agueros und Kingsley Comans Fällen handelt es sich um Herzrhythmusstörungen. Sergio Aguero wurde im Januar vergangenen Jahres positiv auf Corona getestet. Agueros Kardiologe betonte allerdings, dass diese Probleme nichts mit Corona oder der Impfung zu tun haben. Kingsley Coman wurde kürzlich erst positiv auf Corona getestet, fiel aber bereits zwischen September und Oktober für 4 Spiele aufgrund seiner Herz-OP aus. Ein anderer Fußballer, der in Walds Liste vorkommt, ist Marvin Schumann. Der Amateurfußballer musste nach einem Herzstillstand reanimiert werden.
Warum dieser Fall nicht mit einem Impfstoff zusammenhängt, ist schon einfach der Grund, dass der Fall sich bereits um November 2020 ereignete, also noch bevor eine Impfung gegen Covid-19 auf den Markt gebracht wurde. Auch erwähnenswert ist, dass einige der aufgeführten Fälle Personen sind, die schon deutlich älter sind, wie beispielsweise Dietmar Gladow, der 74 Jahre alt ist, oder Dirk Spitz-Teser mit 62 Jahren. Die häufigste Todesursache im Jahr 2020 war, wie schon in den Vorjahren, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Dabei traten die meisten Infarkte bei Männern zwischen 68 und 76 Jahren auf. In einem Facebook-Post heißt es, dass die Fälle sich möglicherweise um den Faktor 50 vermehrt hätten. Hier bezieht man sich auf einen Artikel des Spiegels aus dem Jahre 2003. Hier werden insgesamt 10 Todesfälle im Fußball aufgelistet, zwischen den Jahren 1996 und 2003. Man kann aber aus diesem Artikel nicht den Schluss ziehen, dass es zwischen 96 und 2003 nur insgesamt 10 Todesfälle im Fußball gäbe. Im Artikel wird nämlich an keiner Stelle behauptet, vollständig alle Todesfälle aufgeführt zu haben. Dieser dient vielmehr dazu, 10 Beispielfälle zu thematisieren. Es gibt ein FIFA-Register für plötzliche Todesfälle und Herzstillstände, welches seit 2014 solche Fälle dokumentiert. Die Quellen für das Register sind Arztbriefe, Todesbescheinigungen, Autopsieberichte und Nachrichtenberichte. Das Register wird von einer Arbeitsgruppe unter der Leitung von Dr. Florian Egger geführt. Die AFP hat Egger darum gebeten, einige Auskünfte zu geben. Zitat: Die Behauptung, dass da eine Dynamik drin steckt, lässt sich aus unseren Daten sowie anderen internationalen Registerstudien nicht ableiten. Es wird unter Fußballerinnen und Fußballern nicht mehr gestorben als vor der Covid-19-Pandemie. Und erklärte außerdem, Zitat: Aus meiner Sicht hat die Behauptung, dass Todesfälle im Sport oder speziell im Fußball nach Einführung der Covid-19-Impfung zugenommen haben, keine Substanz. Entsprechende Belege finden sich nicht oder vermeintliche Belege erweisen sich als falsch. Das Problem an diesem Thema ist, dass wir allzu schnell emotional werden. Das ist auch verständlich, da die Pandemie unser aller Leben beeinflusst. Und das ist nicht nur ein Thema in Deutschland. Korrektiv macht darauf aufmerksam, dass auch in Mazedonien, in den USA und auch in Österreich das Thema rund um Todesfälle im Zusammenhang mit der Impfung thematisiert werden. Wichtig ist, dass wir möglichst auf Fakten hören. Es ist wie bei allen Theorien, irgendwas Wahres ist dran. Aber aufgepasst, was tatsächlich jetzt schon zu 100% feststeht ist, es gibt Fälle, bei welchen die Impfungen dazu geführt haben, dass sich Herzmuskel entzündet haben. Der Kardiologe Dirk Westermann sagte auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunk, dass ca. 10 bis 20 Fälle von Herzmuskelentzündungen pro 100.000 Einwohner pro Jahr auftreten. Das sind 0,01 bis 0,02%. Das sind allerdings auch Dinge, die so kommuniziert werden. Beispielsweise heißt es, nachdem man es gegoogelt hat, dass bei BioNTech in 0,1 bis 0,01% der Fälle Gesichtslähmungen, Nesselsucht oder wie bereits erwähnt Herzmuskelentzündungen beobachtet werden. Wir müssen zugeben, dass auch wir ein mulmiges Gefühl haben, wenn wir sehen bzw. hören, wie Eriksen, Nsakala oder Traoré und so weiter auf dem Platz zusammengebrochen sind. Da kann man im ersten Moment ohne Recherche das Schlimmste befürchten. Schaut man sich allerdings beide Seiten an, kann man feststellen: Menschen, die behaupten, die Impfung hätte Herzprobleme im Fußball deutlich vermehrt, argumentieren etwas mehr aus dem Bauch heraus. Da werden oft beobachtbare Dinge versucht, in einen kausalen Zusammenhang mit der Impfung zu bringen. Beispielsweise die Facebook-Liste, bei welcher auch kein direkter Zusammenhang zwischen Fall und Impfung sein muss. Es ist wichtig, achtsam zu bleiben, aber im Moment sprechen die Fakten nicht dafür, dass die Impfung zu einer deutlichen Steigerung der Fußballer bzw. Menschen mit Herzproblemen führt. In einer so schwierigen Zeit ist es sehr wichtig, möglichst unemotional zu sein und bei den Fakten zu bleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, lass sehr gerne ein Like da und abonniere uns jetzt. Ansonsten hören wir uns wie immer zur nächsten Woche bei der Fußballtalk. Ciao.